Ja, das Schöne am Generationenhaus ist einfach, dass man sich gegenseitig wahrnimmt. Also, dass die Kinder die alten Leute sehen jeden Tag und das als völlig normal empfinden. Und die älteren Leute sehen noch Kinder. Also, das ist noch so, ja, da kommt so was Lebendiges noch rüber. Ja? Also, einfach so eine Freude, sich gegenseitig wahrzunehmen und zu erleben. Und dann ist es einfach auch ganz normal. Viele Dinge machen wir hier natürlich im Generationenhaus schon. Und trotzdem gibt es natürlich immer wieder Dinge, die Spaß machen, neu zu entdecken. Das Besondere unserer Arbeit hier im Generationenhaus sind die vielen alltäglichen Begegnungen zwischen den Generationen, von den Kindern der Kindertagesstätte über die Bewohner in der Jugendpflege bis hin zu unseren Bewohnern, den Senioren im Haus und hier im Schloss. Also das Faszinierende für mich ist nach wie vor das Beobachten. Ich selber schaue mir auch die Senioren und die Kinder an. Und es ist immer noch schön zu sehen, mit welchem Strahlen sowohl die Senioren als auch die Kinder hier rausgehen oder auch während der Stunde agieren. Und ich habe es schon so oft erlebt in diesen 10 Jahren, dass Senioren, die eigentlich, ach nee, heute habe ich keine Lust und muss ich jetzt da bleiben, die mit einem Strahlen rausgegangen sind. Und das ist ja toll. Wir sind hier im Löse-Schleppe-Haus beim Heimparlament. Das Heimparlament ist eine Beteiligung von Leuten, die hier im Stadtbezirk Stammheim verortet sind. Heimparlament hat mir gar nichts gesagt, weil ich dachte, was soll das, und war einfach gespannt, was da so auf mich zukommt. Das Heimparlament ist einfach was Besonderes, das gibt es nämlich sonst nirgends. Das war eine Überlegung, was kann man machen zur Beteiligung in Heimen. Und da haben 4 Heime haben sich überlegt, was man machen kann. Und es war unser Weg, einfach, dass man sich zusammensetzt, die Kommunikation verbessert, dass man mal sieht, was wünschen sich andere und wie gesagt, Informationen zu bekommen. Blaue Wasserfarbe. Die Kinder bringen natürlich eine Lebendigkeit rein. Also das freut mich immer ganz besonders, wenn die Bewohner dann weggehen und so richtig stolz sind auf das, was sie gemacht haben. Es macht eine Riesenfreude. Also die Kinder sind so begeistert, den Senioren gefällt es. Und ja, ich mache es immer wieder gern. Ich finde es richtig toll. Seit 10 Jahren haben wir das Generationenfrühstück. Und ich war von Anfang an dabei. Das ist quasi mein Baby. Das ist einmal im Monat. Dann kommen Bewohner und Kinder zusammen und ich decke das dann alles schön ein und wir frühstücken gemeinsam. Wir haben uns für die evangelische Kita entschieden, weil wir das Konzept mit dem Mehrgenerationenhaus sehr gut finden. Unser Sohn lernt eigentlich gleich von Beginn an, mit älteren Menschen zusammen zu sein, mit Menschen, die eine Behinderung haben, bringt dadurch irgendwie viel positive Eigenschaften mit nach Hause. Ich habe den Kindern 2 Bücher vorgelesen, fühle mich dadurch jung, wieder jung durch die Kinder. Die Kinder beleben meine Sensibilität und meine Lebensgeister und überhaupt mein ganzes Wesen. Ich fühle mich wohl und ich freue mich, gebraucht zu werden, auch von den Kindern. Ich bin auch wirklich überrascht, wie toll was alles im Haus gemacht wird. Und muss sagen, ich würde sofort, wenn ich das mal brauche, hier im Heim wohnen. Die Eltern blühen da auch auf. Sie erinnern sich an ihre Kindheit oder an ihre Enkel. Und also es ist ein ganz tolles Projekt. Wir haben viele unserer Aktivitäten, die sind geplant, die sind organisiert und sind strukturiert von uns, sonst würden sie nicht funktionieren. Aber es gibt auch ganz viel Platz für Ungeplantes und für Spontanes und das macht das Lebendige im Haus aus.
das finde ich das eigentliche Spannende, dass es kein Ende gibt, sondern immer wieder neue Dinge entdeckt werden können im Zusammenleben zwischen Alt und Jung. Und das ist toll.